Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark zusammen mit Miri und Baloui. Hallo, ich bin Baloui. Die letzte Folge kam bei Miri, die erste Folge kam bei uns allen dreien. Es ist wieder der Drei-Tages-Rhythmus, das bedeutet im Endeffekt, ich lade nur jede dritte Folge hoch. Miri hat jede zweite und Blaudi dann jede erste oder wie man das halt nehmen möchte. Bedeutet, Menschen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bitte bei den anderen vorbei, damit ihr wisst, was so abgeht, was so ist. Und es kann ja natürlich sein, dass wir mal irgendwann angegriffen werden oder sowas von dem Dino und wir dann am nächsten Tag so tun, als wüssten die Leute schon, was wir gerade eben so erzählen. Deswegen, um nichts zu verpassen und auch einigermaßen lustig gesehen zu haben, guckt ihr bitte einfach alle Folgen und dann passt die ganze Geschichte. So. Wir haben Ark gestartet, wir sind in Ark unterwegs und wir haben irgendwie noch nicht so ganz gefunden, was wir machen wollen. Miri und Blauli sind so ein bisschen Gassi momentan gewesen. Ich habe mich noch, ehrlich gesagt, um nichts gekümmert, was das angeht. Ich habe nur ein bisschen rumgeballert. Wie benutzt man den Mörser? Ich weiß wieder nicht mehr, wie man den Mörser und den Stößel benutzt. Mit F? Alle Maschinen mit F? Oder willst du wissen, wo du ihn setzen kannst? Das ja, ich kann eine Foundation. Ihn hinsetzen. Oh. Aus einer Foundation, deswegen. Wir müssten theoretisch eine Startbase irgendwo hinstellen. Ja, die Frage ist ja, bleiben wir hier oder gehen wir weiter? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle, ja. Von hier ist halt sehr weit bis zum... Aber woanders können halt böse Monster sein. Ja, es können böse Monster unterwegs sein, das ist richtig. Aber theoretisch ist halt böse Monster auch nicht unbedingt schlecht. Böse Monster sind Action. Action ist toll. Ich weiß immer noch nicht, woran das übrigens liegt mit dem Flackern. Kann es euch nicht sagen. Ich hoffe, dass wir das irgendwann wegkriegen. Ab hier jetzt offiziell Epilepsie-Warnung, weil ich es nicht kontrollieren kann, dass es flackert. Ab und zu flackert oder was? Ja, ja, es flackert einfach mal ganz kurz so hell auf. Weiß nicht warum. Hm. So. Wir haben gerade einen Pteranodon getötet. Also im Endeffekt, wir haben ja momentan Sachen in unserem Inventar. Theoretisch könnten wir auch einfach Gassi gehen und gucken, wo wir hinwollen. Oder wir stellen hier wirklich irgendwo eine Startbase auf, sagen, okay, wir nehmen jetzt die ersten zwei, drei Sachen, damit wir Gear und so weiter haben hier. Und zähmen uns dann zum Beispiel jeder ein Pteranodon, mit dem wir dann am Ende des Tages so fliegen können, dass wir dann damit eine Position für die neue Base suchen. Das wäre so eine Möglichkeit. Ich glaube, das wäre für den Anfang am einfachsten, oder? Ja, dann würde ich mich ganz kurz um Foundations kümmern. Also, dass wir ein paar schöne, ein schönes Anfangsstädtchen haben. Parasaurus! Cool. Foundations. Wie viel können wir davon gerade bauen? 6 Stück. 6 Stück reichen am Anfang. So, unser Inventar ist auch relativ voll momentan schon, weil ich halt viel Zeug aufgesammelt habe. Man muss ja eine Kiste bauen und ist eher wieder instant voll. Ja, große. Kann man die Höhe der Foundation irgendwie verändern? Nur indem man sie aufeinander stellt. Also das ist so ein kleines Problemchen. Das war aber schon immer so ein bisschen meh. Okay, verstehe. Aber hier kann ich jetzt meinen Mörser endlich draufstellen. Meine Güte. So. Dann habe ich das hier. Ich habe mal eine kleine Startfoundation gebaut für uns. Du hast auch irgendwo eine hingestellt, glaub, da vorne. Ich habe nur eine Foundation hingestellt, um mal ein bisschen was zu probieren. Ich würde dann hier wo halt stellt ihr das denn jetzt hin? Da unten, unten am Strand, genau. Was wenn, so. Was, wenn ein Garados aus dem Wasser kommt? Dann freue ich mich, aber richtig. Also wirklich. Also dann finde ich das finde ich richtig cool. Wenn das der Fall wäre. Wie sehen denn diese blöden Narko-Bären hier auch? Schwarz. Aus? Sind die schwarzen Bären. Okay, und wie benutze ich jetzt den Mörser? Mit F raufklicken. Ja, habe ich. Brauchst Rotten Flash dafür und Narko-Bären. Du siehst das Rezept dort auch. Zement brauche ich. Zement? Nein. Du musst auch erstmal das Rezept lernen für Narkosemittel, ne? Also diese grünen, den Topf mit dem grünen Inhalt. Diese Schale mit dem grünen Inhalt musst du lernen. Ach da, ja toll. Wo kriege ich Rotten Flash her? Rotten Flash aus dem Spoil. Aus der Spoil-Kabinett müsste das eigentlich gehen. Wir müssten einen Meat-Spoiler haben. Ja, Meat-Spoiler. Yes, Meat-Spoiler und der funktioniert mit dem Zündpulver. Bedeutet, da musst du Flint und Stein aneinander in den Mörsel machen. Das ist irgendwie komplizierter, als wie es bei Pixar war. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir 5 Eisen hier drin haben, dann könnte ich uns eine Smithy bauen. Ist dann schon mal ein Anfang. Da ist ein Parasaurus. Parasaurus, lass mal spielen. Ich komme erstmal zurück. Macht ja so gar keinen Sinn. Spielen. Parasaurus, spielen. Oh, du willst weglaufen. Tut mir leid, das ist leider nicht möglich.
Eiskatze tot und dann weint er wieder. Ich weine nicht. Also wenn ich einen Parasaurus umbringe, habe ich irgendwas falsch gemacht. Parasaurus greift nämlich nicht an. Wo bist du? Ja, aber du greifst ihn an. Ja klar. Hat er ja auch verdient. Wo ist er hingelaufen? Das ist nicht fair von dir. Ich sehe nicht mehr. Der ist hier hinten weggelaufen. Wo? Er rennt. Er ist fort. Im Ernst, wo ist er? Ach da. Rand entlang. Rickshot. Na, böse Fischis im Wasser eigentlich? Ja. Oh, das wäre so gut gewesen, hätte ich getroffen. Böse Fischis im Wasser, ja, auf jeden Fall. Ab wann? Oder immer? Und überall? Die können überall sein, theoretisch. Wenn ihr Gegenstände und Benutzsachen baut, wie zum Beispiel Mörser und sowas, also so Mörtel, dann könnt ihr die S-Plus-Sachen, also immer nach den S-Plus-Sachen schauen. S-Plus ist die Mod, die das Ganze eben dann zeigt, auch mit den Rezepten für euch, so ein bisschen für Dummies. Und gleichzeitig aber auch andere Sachen zeigt. Wie zum Bleistift, die sind einfach auch sind besser. Sind die S-Plus stabiler oder was? Ja genau, also nicht stabiler, sondern die sind halt besser. Sind gebalanced, die Rezepte werden besser angezeigt und du siehst halt dann schon, welche Sachen drin sind und welche Sachen draußen sind und so Kram. Okay. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich voll bin. Und voll bin ich, weil ich das hier da mit dem Inventar habe. Und weil ich noch eine Menge Holz mit dem Inventar habe. Das ist natürlich auch bitter. So, bauen. So. Kann ich auch das hier theoretisch wieder aufnehmen. Also das Gute ist, dass wir zumindest schon mal grob die Steuerung kennen von Pizzark. Von Pixark. Also wirklich nicht so mega großer Unterschied. Genau, das existiert auf jeden Fall. Tada! Ey, ein Meat-Spoiler. So, Achtung, Spoiler. So, was macht der? Da ist Düngemittel, da braucht irgendwie... Ach nee. Nee, du musst kein Düngemittel, sondern du musst Barkpowder reinlegen. Damit er funktioniert. Was für ein Ding? Das rote Barkpowder, was man aus Feuerstein und Stein macht. Ich weiß nicht, wie es heißt, wenn ich ehrlich bin. Wie heißt das denn? Ich weiß halt echt nicht, wie es heißt. Faszinierend. Also, Herstellung. Muss ich wahrscheinlich erst lernen, ne? Ja, lernen musst du es oder so. Zündpulver oder Schießpulver? Zündpulver. Okay. Zündpulver müsste ja das Rote sein. Hab ich. Hada. Hada. Dabba. Da. Hat das schon mal gelernt, das gelernt. Oh, das hat viel, ey. Hallo, Miri. Hallo. Hast du was gefunden? Ja, ich habe was Sinnvolles gebaut. Ich glaube ihr nicht. Auch nicht, aber... Doch, ist das halt ist... Miri. Also hier... Dann kann einer Wache halten. Ja, sehr gut. Und du hältst jetzt Wache. Sieht toll aus, Katze. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Katze, ich auch. Ich hab das gebaut. Ja, du darfst es gerne benutzen. Bitteschön. Das ist jetzt ein Stuhl hoch 2, weil der Stuhl hat jetzt Stuhl. Oh, okay. Geht's los hier wieder. Steinis brauche ich für Steinwände. Das ist ja völlig unkonventionell. Kann man irgendwie mit Shift oder so mehr herstellen? Nee, du kannst mit Rechtsklick draufklicken und auswählen, wie viel du da herstellen möchtest. Ja, alle, ich hab schon gesehen. Danke. Weißt du, Blauli fragt Sachen, obwohl er es schon weiß. So, Pulver ist dabei. Und jetzt geht das von alleine oder muss ich hier noch ein Rezept anstoßen? Pulver ist dabei, müsste theoretisch jetzt schon funktionieren. Ja, müsste darf jetzt gehen. Darf ich da drin auch Sachen schmelzen? Wie lange braucht... Ich hab das Feuer gelöscht, das Zucker. Sachen möglichst immer mit F öffnen, nicht mit E. Ich weiß. Es war ein Reflex. Das war immer das, was mich in Pixar am meisten genervt hat. Katze, da ist noch kein Rottenfleisch drin. Wow, er baut Steinwände. Cool. Ist das nicht ein bisschen klein? Das ist eine Startbase. Die muss so klein sein. Wir sollen uns hier nicht wohlfühlen, sonst werden wir niemals ausziehen. Aber das hier ist schon... Das hier ist schon... Ja, aber das hier ist schon der erste. Oh, ich verduste schon wieder. Mann. Jetzt verduste. Mach es gut, ne? Ciao. Ich sitze hier und halt Wache. Rotten Flash 1. Jawoll, ja. GG. Jawollo.
Miri, ist dir kalt oder warum stehst du vom Feuer? Das braucht so lange. Ich mache ein eigenes Feuer. Ich habe mal auch noch ein bisschen Fleisch reingelegt. Könntest du mal das Lagerfeuer... Wir brauchen das Lagerfeuer theoretisch noch für Futter. Ja, zum Essen kommen. Ja, ich habe mein eigenes Lagerfeuer da hinten gemacht. Okay. Wieso ziehst du jetzt schon aus? Wir tun doch den Dodos gar nichts. Ach stimmt, ja, auf der Schmelze bekommt man Schaden. Ich erinnere mich. Wenn man auf der Schmelze drauf sitzt, bekommt man Schaden. Ich habe das für euch getestet. Dinge, die wir nicht brauchen, sind zum Beispiel Seeds. Seeds können wir komplett wegdumpen. Weiß, dass es Shortcut gibt, um Sachen rauszuhauen. Weiß auch, dass es Shortcut gibt, um Sachen durch die Gegend zu transportieren und so weiter und so fort. Kann ich Sachen schmelzen? Welche Sachen? Ja, der Metall. Du musst erst das Metall lernen da dafür, weißt du doch. Metall musst du theoretisch rein in den Ofen tun und dann Holz dazu tun. Habe ich das noch nicht gelernt? Wo ist das Rezept? Das für Metall brauchst du nicht. Du musst theoretisch nur das Metallerz reinlegen und ihn dann anmachen. Und dann arbeitet es durch. Das einzige Problem ist, du hast einen normalen eine normale Schmelze bei dir gebaut und das hier ist eine S-Plus-Schmelze, weswegen du da das Rezept siehst, wie es umgesetzt wird. Hier läuft das im Hintergrund, ohne dass du siehst, dass es umgesetzt wird. Okay. Also deswegen sieht das visuell anders aus. Okay, okay, ich hab's verstanden. Insektenschutzmittel, das hört sich sinnvoll an. Ja, das ist, wenn du Käfer knuddeln möchtest später. Das ist gegen Insekten. Ja, wenn du die Mückenstiche abkriegst. Genau. Haben wir schon eine Räucherkammer? Nein, aber hier, guck mal her, Miri, komm mal zu mir, komm mal her, hier, guck mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, vielleicht bleib ich einfach hier. Doch, das ist geil, komm mal her. Guck mal hier, wenn du hier nah rangehst, diese schönen Viecher, die hier überall rumfliegen. Was ist das, Louis? Das ist eine Schimmelkammer. Nein, du musst deinen Müll mal wegwerfen. Bring mal deinen Müll das raus. Das ist eine Schimmelkammer, die muss da sein. Das ist voll geil, Schimmelkammer halt. Nein. Doch, nicht nein. Oh, jetzt habe ich wieder keine nackten. Ah, doch, habe ich doch. Lauli hat wieder keine nackten, Punkt. Gibt es von allem S-Plus-Gegenstände oder nur von einigen? Von dem wichtigsten gibt es S-Plus-Gegenstände. Achso. Dann hätte ich gerne von Miri einen S-Plus-Gegenstand. Du bist ein alter Schleimer, bist du. Aber ein richtig schlimmer. Dafür kriegst du einen Bumerang in die Fresse. Au. Mein Bumerang ist kaputt. Ist halt echt kaputt gegangen dadurch. Ja, verdient. Das ist gemein. Ich hab was gebaut, was Sinnvolles. Ja, eine Kochstelle. Nee, was anderes. Du hast eine Schale über einem Feuer gekocht. Ich bin so stolz auf dich, Miri. Gekocht. Wow. Es ist alles Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr kommt nie wieder. Weiß nicht, wie es funktioniert, aber... Ja gut, dann ciao. Blauli, mach's gut. Hui, tschüss, Blauli. Hat das einen Elektromotor drin? Nee, das gehört so. Ciao, Blauli, mach's gut, gell? Sind die Schiffe auf Atlas genauso geil gefahren? Nein. Wie nein? Die Schiffe aus Atlas sind gar nicht gefahren. Das geht ja gar nicht. Die Schiffe aus Atlas sind weit langsamer gewesen. Was, wenn wir jetzt von irgendwas angegriffen werden im Meer? Das ist egal, dann greift er das Floß an. Oh, was ist denn da unter uns zum Beispiel? Das ist ein Delfin, der greift uns nicht an. Aber den könnten wir umbringen, wenn es hier hilft. Ja, direkt unter uns hier müsste ein Delfin sein. Nee. Da hinter uns. Oh, geil. Oh. Hier, da. Also ich kann es dir gerade schlecht zeigen. Da ist, wo ich gerade bin, wenn du in meine Richtung guckst, unten drunter im Wasser, müsst ihr ihn sehen. Und auf dem Stein ungefähr. Sehe nichts, ne? Warte mal, ich versuche mal in die Richtung zu schießen, wenn ich ihn sehe. Ich schieße wirklich nur in die Richtung, ich schieße nicht auf ihn. Weil Delfinis sind Freunde, keine Fische. Hä? Er müsste, okay, er ist glaube ich weggegangen. Alter, dieser Meat-Spoiler ist mal mega lahm. Ja, aber er ist schneller als das, was du sonst machen müsstest. Warten, bis das Zeug in der Kiste vergammelt. Moment mal kurz, ist hier unten böse gerade? Fischi, Fischi, Ja, hier sind drei Haie. Miri, hier sind drei Haie. Schmeiß mal Miri ins Wasser. Wie wär's, wenn wir das nicht machen? Hai, hai, hai. Weil die Haie werde ich später zähmen. Das werden meine Anti-Dodo-Haie. Du kannst sie zähmen? Du kannst natürlich alles zähmen. Es gibt
nur drei Dinge, glaube ich, die du nicht zähmen kannst. Katze, hier, sitz. Moment, ich brauche einen neuen Bumerang, den ich in die Fresse werfen kann. Sitz. Ja. Nein, du musst dich da hinsetzen jetzt. Ich hab gesagt, Katze, okay, ist ja gut, Mensch. Ah, gut gezähmt. Heuli, Beuli. Oh, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, wenn ihr das ganze Rumgeheule in einer höheren Qualität hören wollt, dann schaut gerne morgen bei der Folge bei Blauli vorbei. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Schaut auch gerne bei Miri vorbei, da gab es nämlich die letzte Folge. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Macht das gut und bis dann. Erstmal ciao. Bleibt schön weich.